Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen im Videoblog von Tom's Art Shop. Ich freue mich heute über James Rizzi zu sprechen, ein Künstler, der eine riesen Fangemeinde hier besonders in Deutschland hat, der leider 2011 viel zu früh verstorben ist, aber die Begeisterung für seine Kunst ist nach wie vor ungebrochen. James Rizzi, weltberühmter Pop-Art-Künstler wie Roy Lichtenstein und Andy Warhol zum Beispiel, ist natürlich berühmt für seine 3D-Kunst. Er nannte es auch Papierskulptur, weil er hier die Malerei und die Skulptur zusammengefügt hat. Ein besonderes Motiv, was ich gerne vorstellen möchte, ist dieses Motiv, There is no place like home. Hier sind alle Elemente, die so beliebt sind in seinen Bildern, vereint. Die Wolkenkratzer, die seine Stadt New York widerspiegeln, die er so geliebt hat. Die Ritzy Birds, Sonne und Mond. Was für uns als deutsche Galerie natürlich fantastisch ist, Rizzi hat Deutschland geliebt. Und dieses spiegelt sich in sehr vielen Motiven wieder. Zum Beispiel Free as a Bird, das Mauermotiv, Danke, das Briefmarkenmotiv oder Hamburg, wo er halt die Stadt Hamburg porträtierte. Wer sich mehr über James Rizzi informieren möchte und eine größere Auswahl an Motiven sehen möchte, der schaut einfach auf unsere Webseite www.tomsartshop.de. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.